Stopp! Stopp, 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 stopp. Guck mal, was ich geschenkt gekriegt habe. Tick, tock. Guck mal, was tick, ich geschenkt tock, habe. Tick. Das habe ich geschenkt tock bekommen. Ach, cool. Geil, ne? Super. Haha. Tada. Tada. Okay, ja, Entschuldigung. Machen alles wir mal gut so, ja? Ja, cooles Ding. Cooles ja Ding. Kann er auch leuchten? Ja, kann er auch leuchten, aber ich glaube, das sehen jetzt Leute. Guck mal. Doch, ja das sieht man schon. Alles gut. Meinst du? Ja, meinst du? Oder? Warte mal. Nee. Nee, guck mal. So, ja, ne? So ist besser. Genau. So ist besser. Ja, so, immer wieder mit Profis hier am ja Berg. Hallo und herzlich willkommen zum Biervergleich mit. Wer warst du nochmal? Frank. Ach Frank, ja, Frank. Richtig. Genau, so lange her schon. Und den Heinz. David. David. Fast richtig. Der Micha Heinz vertut sich schon mal, ja. Ja, lange nichts gemacht. 2 Monate ziemlich genau, um genau zu sein, ne? Seitdem wir das letzte Mal gedreht haben. Ewigkeiten. Hat tatsächlich, ja, verrückte Lage aktuell, ne? Lockdown mal wieder und wisst ihr alle selber besser. Und tatsächlich ist es dann aber auch so, wir machen das ja hier nur nebenbei und aus Spaß und Erfreut. Und dann kann es nicht, muss es nicht unbedingt gut sein, wenn der Arbeitgeber einen zu Hause lässt, um Kontakte zu vermeiden und wir stehen hier und prosten uns dann fröhlich zu. Passt irgendwie nicht. Auch wenn die Reichweite jetzt nun nicht mega groß ist, aber es ist halt irgendwie ein bisschen, es passt nicht. So. Jetzt sind wir, also in meinem Fall, du hast sowieso durchgearbeitet. Ja, ne? Die ganze Zeit. Wir sind seit gestern wieder unterwegs und haben es dann direkt genutzt, um, weil wir halt auch nicht wissen, wie das jetzt so ist. Ne? Kann ja nur besser werden, dass wir dann jetzt direkt mal da was in der Kamera hauen. Boah, Leute, merkt ihr? Der hatte wenig soziale Kontakte, der muss schwaden wie ein Wasserfall. Mein Gott, nee. Ja. So, jetzt fangen wir an. Genau, ja, und dann kam natürlich ganz überraschenderweise die ganze Tick-Tock-Geschichte. Hallo, liebe Tickies oder Tockies oder TikTokies. Ja, TikTok war schon nicht schlecht. Ja, genau, cooles Ding. Danke nochmal an den geistigen Dünnpfiff, ja, ist es, glaube ich. Ja, genau. Und alle anderen, die es weiter verbreitet haben. Wenn jetzt die ganzen 600.000 auch noch alle abonnieren, das wäre mega. Und das allen noch einem Kumpel sagen, dann sind wir bei 1,2 Millionen. Weiter so. So. In der dieswöchigen Folge geht es um Birra Moretti. Ah, si. Ja. Italiano. Genau, si. Ja, fangen wir an. Ganz klassisch mit der Geschichte. Ja, Frank, hast du was rausgefunden? Nein, ich habe nichts rausgefunden. Also, du meinst jetzt meine Geschichte? Nee, die hier vom... Vom Bier, okay. Ja, ja, nee. Also ich weiß nur, irgendwann 1859, da war Luigi da. Mhm, genau, Luigi Moretti hatte im Alter von 37 die Fabrica di Birra e Giaccio, Bier- und Eisfabrik heißt das auf Deutsch, in Udine gegründet. Udine? Udine. Udine? 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 Keine Ahnung. Da halt. Er stammt aus einer Großhandelsfamilie, die schon mit Bier und Spirituosen unter anderem gehandelt haben. War also jetzt nicht so ganz fremd von dem Metier. Nee. Und interessanterweise war das damals noch nicht Italien, sondern noch Österreich-Ungarn. Ah. Ja, ist erst 1866 dann Italien geworden. Und das Österreich. Es waren im Herzen wahrscheinlich nicht Österreicher, ich weiß es nicht, ne? Keine Ahnung. Vielleicht am wenigsten Ungarn, ohne einem da was zu wollen, aber ich glaube, die waren im Herzen dann schon, sonst wären sie ja nachher nicht eigenständig geworden. Was hat Otto gesagt? Ich bin heute so Ungarn. Ungar, ja, genau, I'm hungry. Ja, dann ein Jahr später tatsächlich schon, 1860 kam die erste Flasche in den Handel, das heißt, man hatte da dann sein Rezept gefunden. Die erste gefunden. Flasche. Und... ist allerdings erst in den 90er Jahren größer geworden, in dem Sinne, dass es dann zumindest mal in Italien national verkauft wurde. Das heißt, es war vorher so eine rein regionale Geschichte. Mhm. 1996 ist es dann von Heineken gekauft worden und wird mittlerweile in 40 Ländern vertrieben und auch in verschiedenen Ländern gebraut. Beste Beispiel haben wir hier am Tisch stehen. Es wird jetzt März, April wird es in den Handel in Deutschland kommen. Und zwar steht da ganz groß drauf, in Österreich gebraut. Gebrannt? In Österreich. Gebrannt? Österreich.
Österreich. Genau. Sind Sie zu deppert. Bitte. Ja, und ja, genau, das zeigt dann halt tatsächlich, wie bei Amstel zum Beispiel, oder auch Heineken wird ja in mehreren Ländern gebraut, allerdings immer mit denselben Rohstoffen. Also Wasser wird auf die Referenzqualität gefiltert, sodass es dann geschmacklich halt gleich ist. Nur mit, ne, dass da kein Unterschied ist. Ja, klar, immer ran. Wir haben keinen Flaschenöffner. Der klassische weiße Flaschenöffner fehlt. Ja, ich habe ja Gott sei Dank einen am Schlüsselbund. Ja, ich auch, aber ich habe meinen Schlüsselbund mit dabei. Wie war dieser schöne Spruch? Da hängt er nun so schlaff und lose, ganz locker einfach in der Hose. Man könnte meinen, man hätte keinen. Doch wenn man ihn rauszieht, wie er dann aussieht, so groß und rund, mein Schlüsselbund. Genau. Ne? Also von daher so. Merkt man, dass wir eigentlich Karneval haben. Wir sind ja mitten im Karneval drin. Ne? Also volle Lotte im Karneval. Danke. Ne? Und morgen ist Aschermittwoch. Tatsächlich normalerweise, das muss man mal vielleicht dazu sagen, wenn ich darf. Mhm. Der Frank fährt normalerweise im Schul- und Fiddelszug mit. Sonntag. Nee, ich bin der Zugordner im Schul- und Fiddelszug. Oder, genau, und Zugordner, eine super tolle Sache. Aber du fährst am Rosenmontag. Rosenmontag und Karnevalsdienstags im Fiddelszug, genau hier in der Ecke. Schon karnevalistisch und beruflich auch nochmal. Hättest du A, gedacht, dass wir mal unfreiwillig 2 Monate Pause machen und B, dass wir am Karnevalsdienstag wieder anfangen? Also jetzt wäre ich unterwegs, glaube ich, jetzt wäre ich gerade unterwegs nach Hause. Okay. Also meistens sind wir dann so gegen 6 oder so, 6, 7 Uhr dienstags wieder zurück. Mhm. Rosenmontag sind wir meistens so, ja, gegen 8, 9 Uhr zurück, weil wir die Fahrzeuge dann ja auch noch einparken müssen und teilweise. Und Traktoren sind nun mal nicht so schnell, ne? Ja. Aber es ist einfach eine super Sache. Als Kind habe ich gerne am Zug gestanden und habe immer diese großen Wagen bewundert. Und jetzt darf ich den Kindern was zurückgeben. Sehr schön. Gute Sache. Prost. Feierabend. Mhm. Oh, ja, ja, herrlich. Okay. So, dann gucken wir mal. Da war ein Loch drin. Hui. Huch. Ja. Das perlt. Ganz mittelmäßig. Jetzt nicht überwiegend viel, auch nicht wenig, sondern... Es ist so ein von dahin perlen. Genau. Von der Farbe her sind sie auch beide gleich. Golden. Riecht nach herbem Malz. Ja. Das Bier hat auch eine Besonderheit. Und zwar? Und zwar ist es zum einen ein Schankbier. Schankbiere haben weniger Stammwürze, sind dadurch allgemein etwas leichter. Für ein Schankbier hat es nichtsdestotrotz relativ viel Prozent Alkohol, nämlich 4,6. Die können dann auch schon mal so 2,7 oder 3,5 haben. Und die Zutaten sind Wasser, Gerstenmalz, Mais und Hopfen. Das heißt, da ist Mais mit drin. Mais. Also nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot. Nein. Da ist auch eine Herbe hinten. Mhm. Also richtig herb riecht es nach hinten. Aber es riecht jetzt gar nicht süßlich oder so. Ne? Nein. Es riecht auch nicht nach Hopfen, sondern es riecht nach so einem herben Malz. Ne? Es geht so ein bisschen Richtung tschechisches Budweiser oder halt auch Amstel. Ne? Die gehen auch so in die Richtung. Naja, mal gucken. Und? Moment mal. Also ich hätte spontan einen Vergleich. Tatsächlich, also hier im direkten Vergleich, das Heineken ist sehr viel hopfiger und hopfenherber als das Moretti. Das Moretti ist ein leichtes Bier, tatsächlich. Auf jeden Fall. Jetzt nicht so wie so ein Mittelmeerbier, weil die Mittelmeerbiere, die gehen ja schon eher über den Hopfen und sind darüber ganz leicht und ganz schnell auch mit relativ wenig Geschmack. Aber hier ist es zwar leicht, aber dadurch, dass der Grundgeschmack halt das herbe Malz ist, schmeckt es fast so wie, wenn man es jetzt eher, könnte man sagen, das ist wie so ein etwas leichteres Budweiser. Kommen? Auf was kommt jetzt das? Hast du es verpasst. Ach so. Ein etwas leichteres Budweiser. Das ach, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, siehst du. Wollte ja nur abkürzen. Entschuldigung. Schon gut. Darfst mich ruhig berühren.
Also es ist ein sehr leichtes Bier mit für mich keinen markanten Geschmack. Nein, das stimmt. Also mir fehlt das Markante, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Wiedererkennungswert. Mhm. Geschmacklich ist es sehr neutral. Nicht schlecht. Aber wie gesagt, das Markante fehlt mir. Aber es ist trinkbar, sehr gut trinkbar, sodass man sagen kann, okay, ein gutes Beibier. Ja. Ja, wo ich dann jetzt mal irgendwo, ja, wenn ich nicht so, wie wir schon mal gesagt haben, da ist es ein deftiges Essen oder da ist es so ein, nee, das ist ja, so ein schönes Feierabendbier. Weißt du, trinke ich mal eben schnell ein Pülleken, so, ne, also nicht ein Pülleken, sondern Moretti und dann so einen kleinen Fläschchen da, zack, weg, das ist okay. Also tatsächlich soll es auch, oder rein werbenmäßig, wird es auch so ein bisschen als Beibier vermarktet, in dem Sinne von, die Werbung spielt immer viel mit diesen großen Tischen, italienische Großfamilie, Unmengen von Essen, leckerem italienischen Essen, ja, die verschiedensten so, Sachen. Die, ne? So leckeres Essen. Und da dann tatsächlich, wie du schon sagst, als Beibier, und ein Beibier kann ja auch sein, entweder es ergänzt den Geschmack, oder aber es soll halt nicht vom Essen besonders ablenken. Also ich würde sagen, ist bei diesen, Entschuldigung, noch ganz kurz, ist bei diesen japanischen Bieren ja ähnlich. Ne? Die kannst du auch super irgendwie hier zu Kobe-Rind oder zu Sushi essen, trinken, ohne dass sie aber zu sehr vom Essen ablenken. Und das ist das Bier auch. Ich finde es super, weil Serrano-Schinken etc. pp. Ja, ja Oliven und. Absolut optimal dabei, Schafskäse. Du isst das. Du sagst nur einfach, okay, total lecker das Essen und trinkst dabei etwas und hast aber nicht das Gefühl, dass das Bier jetzt das Essen überwiegt. Ja. Optimal bei Bier, zum, also so eine italienische Tafel, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und dazu kommt noch, wenn ich es jetzt nochmal im direkten Vergleich trinke, wer diesen Hopfengeschmack nicht mag, für den ist das tatsächlich auch was, weil der hier eigentlich gar nicht drin ist. Nee, der ist ja gar nicht drin. Ja. Der ist ja gar nicht drin. Das ist, wie gesagt, ein super Bier, was man beitrinken kann und absolut dadurch, ich will nicht sagen, es ist geschmacksneutral, aber es ist so, dass es nicht das Essen übertüncht. Genau. Ja, also ein Serrano-Schinken, der wird dadurch nicht kaputt gemacht. Es gibt allerdings auch noch Besonderheiten, wie eben schon angesprochen. Ja. Und zwar ist hier das charakteristische Logo des Bieres. Und zu diesem Herrn hier drauf gibt es eine Geschichte. Und zwar 1942 saß Leo Menazzi Moretti, das ist der Neffe von Luigi Moretti, in der Trattoria Boschetti und sieht einen sehr charismatischen, charakteristischen Mann dort sitzen mit einem auf Italienisch Baffo, auf Deutsch Schnurrbart. Ah. Dann hat er ihn gefragt und dachte, das würde wirklich cool zu unserer Marke passen, zu unserer relativ jungen Marke. Und hat ihn gefragt, ob er von ihm ein Bild machen kann. Mhm. Und hat ihn gefragt, was er da dann auch dafür haben möchte. Und dann hat der Mann so sinngemäß gesagt, von dem, was ich trinke, hätte ich gern noch eins. Und das war tatsächlich dann auch Moretti, zufälligerweise. Ne? So die Geschichte. Ja. Und seitdem ist er auf dieser Marke drauf? Seitdem ist er immer da drauf, genau. Oh, wurde auch tatsächlich schon in Filmen extra so dargestellt. Und bis heute taucht er auch immer noch wieder als Werbefigur in der Werbung auf. Und das ist so wie Ronald McDonald's bei McDonald's quasi, übertrieben gesagt jetzt. Ja. Und wer mal schöne Kochideen sucht, auf der deutschen Moretti-Homepage gibt es auch lecker italienische Rezepte. Ja. Genau. Ja, das war das Schlusswort. Richtig. Ja. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke. Also wir haben ja auch die Tausender-Grenze überschritten. Jupp. Ju. Also danke an alle, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen. Schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt. Mhm. Also von daher, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich drauf. Es gibt noch so viele Biere. Wir haben auch viele Vorschläge wieder bekommen. Ne? Also sowohl von sehr alten Fans, Zuschauern, wie auch immer, die tatsächlich das schon sehr lange gucken, als auch jetzt in jüngster Zeit natürlich etwas von neueren TikTokis. Und, ja. Ja. Darf manchmal ist es ein bisschen schwierig, die zu bekommen, weil wir können jetzt nicht, da es rein Hobby ist, für jede Woche eine komplette Kiste kaufen. Das wird dann irgendwann den Rahmen sprengen. So, wir brauchen halt immer nur zwei Flaschen. Und weil manchmal kriegt man die auch einzeln übers Internet, manchmal ist es was schwieriger.
da bitte um Nachsicht, wenn es nicht direkt funktioniert. Also nichtsdestotrotz, wenn einer so ein Bier trinkt und sich sowieso so einen Kasten holt, und wir hat zwei freuen über. Uns gerne, wenn ihr dann zwei übrig hättet und uns die rüberschickt. Von daher, das finde ich nicht schlecht. Ne? David kümmert sich jetzt aber dann um diese Besorgung dieser Biere. Das ist Davids Part. Ich werde mich jetzt ein bisschen mehr um das Instagram kümmern. Und so haben wir uns jetzt mal aufgeteilt und ich denke mal, auf uns, auf euch und bis bald. Salute.